Base Leute, was geht ab und jetzt kommt zu diesem neuen. Machst du nochmal? Nice. Digga. Wir sind im Land, ja. Alarmanlage geht an. Ich raste gleich komplett aus! Ja, heute werden wir uns das Hupen von Rollern anhören. Wie das Ganze irgendwie sich auf die Natur auswirkt und wie das Ganze die Natur aggressiv macht, ja? Warum es Tsunamis gibt, warum es Erdbeben gibt, das ist die Schuld von einer einzigen Person. So, meine Damen und Herren, hier ist so eine kleine ruhigere Ecke. Wir sind hier wirklich in einer sehr viel bevölkerten Umgebung. Da ist es auch mal ein bisschen lauter und wir werden heute was richtig Geiles machen. Und zwar wird Adi für heute, ja? Adi, wer ist das? Wir fragen dich, wer ist Adi eigentlich? Ich krieg auch immer viele Fragen auch, ne? Ja, das ist dieser Boy hier. Oh my damn, hi. Ich finde dein Outfit heute richtig fresh. Ich mag dieses Hemd richtig und dieses glitzernde Zeh. Danke, danke. Ja, auch sehr gerne. Ist auch sehr, sehr fresh. Darf ich mal zeigen, wie du gekleidet bist? Ja. Ich finde die Mütze fresh. Aber ich werde nachher noch meine Haare aufmachen. Sowieso jeden Tag fresh. Viele von euch fragen noch auf Instagram oder sagen immer so, wenn ich ein Bild mit dir poste oder irgendwas, ne, sagen so, ey Mann, wenn ihr nicht zusammenkommt, ne, dann weiß ich auch nicht. Ich bin sauer. Wir dürfen euch beruhigen. Wir können das tun. Wir sind ein Pärchen. Wir sind Memory-Pärchen, weißt du? Das haben wir so irgendwie gleich, passt zusammen, aber es ist doch, ja, versteht ihr? Auf jeden Fall sind wir gerade auf Koh Phangan in Thailand und machen hier so ein bisschen Urlaub und das ist richtig cool und das ist alles richtig geil. Und heute dachten wir, ich gebe mal mein Bestimmungsrecht, ja, ab. Das kann gefährlich werden hier, ne? Das kann sehr gefährlich werden. Sieht das kulinarisch ein bisschen anders aus. Wie sieht's denn hier aus? Ein bisschen anders, aber da wo wir jetzt sind auf jeden Fall, steht Casual. Casual, das heißt, für dich kann nicht zu viel schief gehen. Ja, deswegen haben wir das hier auch ausgesucht. Deswegen, wir werden jetzt erstmal hier frühstücken und ich werde heute, ich brauche nicht mal in die Karte reingucken. Mache ich am besten auch gar nicht, damit ich irgendwas sehe, was ich am Ende noch verpasse und ich dann irgendwie traurig bin, mir das Essen ja sehr wichtig und so. Ne? Und vor allem so hier in Thailand. Man kann so viele geile Sachen essen und ey, ich hoffe einfach, dass du heute was Geiles auswählst und dieser Tag einfach lecker wird. Also kann ich mir rein theoretisch zweimal das immer bestellen, worauf ich Bock habe, ne? Ist so blöd. Should be responsible. Leading us to our best and sourcing products from local. Soll ich dir schon mal sagen, dass du kommst? Nein, ich will einfach deine Bestellung hören. Was ja? Hast du schon alles ausgewählt? Ich mach erst Getränke. Ich freestyle das jetzt. Erst Getränke? For her an Espresso. Was laufst and du? I would like an Americano. Ich hasse Espresso so sehr. Ich will einfach nur ein Ice Caramel Frappuccino mit Eis und Coconut Milk und Sugar. Also Espresso ist auf jeden Fall schon mal mein Untergang. Adi meinte gerade extra noch so, ja, ich will deinen nahen Magen natürlich auch nicht natzen. Ne? Ich will ja, dass es dir gut geht. Also mit Espresso ist mir gar nicht geholfen. Ich hab wahrscheinlich gleich Durchfall. Okay. Essen weißt du auch schon? Ja. Pancakes. I would like the beets and grains. Beets and grains. Ja, das ist für dich. Beets and grains. Digga, das hört sich so wie so ein Superfood an, wie so ein richtig gesundes. Ich gucke jetzt nach, was es ist. Ja, bitte. Ah, beets and grains. Okay, ich will es gar nicht wissen. Ich will es einfach sehen. Es ist wirklich interessant. Schön. Hättest du mal lieber bestimmt, Alter. Du hättest bestimmt mir so einen fetten Pancake-Stuff geholt. Tja, du wirst es niemals erfahren. Ey, ich schaff's nicht, in die Karte nicht reinzugucken, ne? Ich guck jetzt doch gerade rein und hier gibt's so geile Sachen. Es gibt Chocolate Chip Cookies. Oh mein Gott. Almond Croissant. Ich habe das hier noch nicht einmal gesehen und das ist wirklich, ne? Das fließt durch meine Adern. Boah, so ein Eis Matcha Latte wäre halt auch krass gewesen. Ich glaube, ich habe die Sachen ausgewählt, die du auf gar keinen Fall gewählt hättest. Ja, danke. Oder auch so dieses Special Tuna Sandwich. Das wäre genau mein Geschmack gewesen. Eigentlich weißt du ja alles, was ich übertrieben mag. Aber entweder du nimmst halt genau das Gegenteil oder nimmst nett. Ich glaube, du bestellst genau nach deinem Geschmack jetzt, weil du trinkst immer Espresso und du isst immer irgendwas mit Beet und Reeds und Grains und Shrains. Du bist so gesund eigentlich. Wir haben einmal die große Ausführung und einmal die bisschen kleinere Ausführung. Und da Kim Fan von kleinen Getränken ist, überlassen wir das kleine Getränk heute bei Kim. So eine so bittere Enttäuschung im wahrsten Sinne des Wortes. Für gewöhnlich ist das ein Bauteil ihres Lieblingsgetränks. Ich kann nicht mal diese Tasse halten. Was soll das? Also ich kann so meinen einen Nagel da rein tun. Was ist das hier? Eigentlich ist das hier so ein Genießer-Ding. Aber ich kann das überhaupt nicht genießen. Höchstens niesen, weil ich allergisch gegen sowas bin. Ich esse jetzt erstmal den Schaum, den Milchschaum. Da ist gar keine Milch drin, ne? Ey, ich schwöre, das ist so bitter, dass es wieder so süß ist. Ach ja, so kann der Tag starten. Boah, ich bin so abartig, ne? Ist das wirklich so? Ich bin so abartig. Also, normaler Espresso schmeckt doch auch nicht so, oder? Es gibt auf jeden Fall bessere. Nicht nur du sagst, ich schwöre, ich habe ja schon mal Espresso getrunken, aber das ist eine Zumutung. Du bist so blöd. Ich hoffe, ne, das bleibt irgendwo in deinem Hals stecken, Alter. Ja, genau das. Ey, kannst du das mal bitte probieren? Ist das schlecht? Nee, der schmeckt aber nicht. Der schmeckt gar nicht, ne? Ja, der ist so zu sauer. Ja, ich bin auch sauer. Boah, das ist der beste Espresso, den ich gibt. Du laberst so, ne? Oh mein Gott, das ist eine Offenbarung einfach. Nein, du laberst. Nein, der ist voll gut.
ist viel zu sauer. Boah, ich schwör's dir, das ist wirklich... Ich schwör hier aber alle so. Nein. Nein, der ist, also der ist wirklich... Nein, ich hab, alle, die ich getrunken habe, der Dessert waren so. 10 Grains. Ja, wie? Was ist das, was ist das? Oh mein Gott, wow. Das wird dir gefallen. Das sieht ja überkrank aus. Bisschen Lemon Juice. Ja, ey, ganz kurz, ne, dass wir hier drin, aber nicht Kim. Das schlechteste Espresso der Welt, die einfach so weitergeben. Boah, das ist echt schon ein bisschen leerer geworden. Chillig. Ah, gut, ich zieh das jetzt runter, dann kommt das Geile hier. Boah, ich krieg Gänsehaut oder so. So, ich find's richtig, wirklich, ich find's wirklich eklig, ne? Also ich wollte jetzt nichts Schlechtes oder so antun, ich habe einfach zweimal das bestellt, was ich genommen hätte jetzt einmal. Ja, ich weiß, das sieht so nach dir aus, ne? Ich sehe da irgendwo dein Gesicht zwischen. Ey, dein sieht aber unnormal aus, also wenn wir, ne, vielleicht, also eventuell... Ich kann ein Abkommen schließen auf jeden Fall, weil das, boah, ich hatte mehr Bock da drauf. Ich glaube, hier sind Walnüsse mit drin, Zwiebeln. Es scheint mir, als ist es eine ganz gute Base für den Tag. Super lecker. Das ist richtig glücklich, oder? Hä, es sieht einfach so tausendmal besser aus, als es aussieht. Als es schmeckt oder als es aussieht? Das könnte jetzt alles bedeuten. In welche Richtung hast du es gemeint? Schmeckt es besser, als es aussieht oder sieht es besser aus, als es schmeckt? Man soll mit dem zufrieden sein, was man hat und nicht sein Nebenmann. Ey, bedient euch, ne? Das ist so großzügig. Das Ding ist gerade noch mal rein rumgegangen und wir sind alle der Meinung, dass es eher eine Beilage ist. Eine leckere Beilage, aber halt so eine Beilage. Zu einem Tuna-Sandwich wäre das perfekt gewesen. Hello. Wir machen uns jetzt erstmal auf den Weg und fahren hier weiter. Ey, hier gibt's überall, ne? Das ist richtig krass. Es gibt so Cannabis-Shops und so, ne? Das ist hier richtig legal oder entkriminalisiert. Und mal schauen, was Ali da gerade besorgt hier für mich. Nein, Spaß, wir haben nur getankt. Kann man sich einfach so Benzin in Flaschen holen und dann da reinfüllen. Denn wir fahren jetzt erstmal zu einem Strand, machen erstmal so ein bisschen Chill, Relax, Bücher lesen, Kartenspiele spielen und dann snacken wir hoffentlich auch nochmal was, weil das war echt nicht so viel. Jetzt werde ich, glaube ich, wirklich einfach nicht mehr in die Karte gucken, wirklich, damit ich nicht sehe, was es so gibt. Weil wenn ich wieder Pancakes auf der Karte sehe und die dann nicht hier auf dem Tisch stehen, dann habe ich schlechte Nachrichten für dich. Wieso? Es wird auf jeden Fall keine Pancakes geben. Okay. Und ich glaube, die stehen hier sogar drauf. Ehrlich? Ich habe auch Durst, ne? Ich navigiere mich so durch deine Lieblingsspeisen. Du bist so asozial. Guck mal, was mir gefällt. Hey, was denn? Ich darf doch aussuchen, oder nicht? Aber kein Espresso mehr. Ein Espresso am Tag. Wenn man Alba schon eine Sache gegessen hat am Tag, regelt, dann darf man die nicht nochmal bestellen. Look at me. I look at you. Ich bin jetzt der Captain. Ahoi, okay. Mr. Captain. Bist du heute Captain oder Captain morgen? Boah, krass. Mhm. Ich bin heute der Captain. Und heute Abend gibt's Captain morgen. Machst du dann mit mir rum? Nö, die stellen auf jeden Fall keine Spirituosen mehr. Thank you so much. Was gibt's Besseres am Strand, ne, als Chicken Wings und Pommes? Boah, Freunde. Was soll das denn heißen? Das ist doch die perfekte Strandmahlzeit. Aber das Geile ist, die sind in so einer Ananassoße und ich glaube, Kim mag Ananas. Das heißt, es hat einen kleinen Twist, der hier gefallen wird. Und ja, der Rest wird mir auf jeden Fall gefallen. Das teilen wir uns. Und dann gibt's noch, auf was habe ich noch Bock? Ich bestelle einfach, das ist mein einziger Gerät. Einfach, worauf ich Bock habe jetzt gerade. Ja, man, um zu trinken? Food Shakes, nee, Smoothies. Einmal so ein Dream Forest, das ist richtig mein Ding. Du denkst einfach Strawberry, Raspberry, Blueberry und Kokosmilch. Und dann gibt's... Du hörst ja auf jeden Fall, das sind keine Pancakes, über die ich hier rede. Ja, Mann, und dann gibt's auf jeden Fall noch die Krabben mit Nutella und die mit Feuerwerk. Komm, was redest du? Spaß. Also, ne? Ist dir bewusst, welche Macht du mir heute überlassen hast? Ja, ich habe das auch gerade gemerkt und deswegen bin ich dafür, dass wir das nochmal umdrehen. Man sagt doch, die Psyche spielt sich im Magen ab. Was laberst du? Das hat man nicht gesagt. Man Sinan sagt, die Liebe geht durch den Magen. Und ich weiß nicht, was du mir da heute durch den Magen führen willst. Auf jeden Fall alles, worauf ich jetzt Bock hätte. Und das machen wir nochmal andersrum. Hast du Bock? Ja, klar. Dass ich einmal nur alles für dich bestelle? Ja. Okay. Ja, das boah, das wäre auf jeden Fall gar nicht geil, weil bisher die Tage. Du hast komische Reihenfolge beim Essen. Ich esse immer süß, dann herzhaft, dann wieder süß. Bei mir ist süß immer ganz am Ende. Du hältst dich an die Worte, weil es eine Nachspeise ist und Nachspeise ist. Was denkst du, was es gibt? Weißt du schon was? Hast du schon gehört? Darf ich fühlen? Nein, habe ich nicht gehört. Nein, hallo. Eine Kokosnuss. Die ist aber nicht für dich. Lass gucken. Wie, das ist. Hey, das ist aber beides lecker. Das ist beides, das ist beides lecker, ja. Und? Weißt, was, kannst du erraten, was das hier ist? Glaub ich nö. Nicht. Nö. Beerenshake, ein Beerenshake, ja genau, da sind alle Beeren drin. Strawberry, Raspberry, Eisbär. Blueberry. Lasenbeer, Amazonbeer. Das ist Forest Dream. Echt? Und was ist für mich? Der da, der Forest Hä, Dream. Hä, danke. Aber ich dachte, weil wir sowieso immer die Taktik verfolgen, dass wir sowieso immer alles teilen. Ich finde eine super freshe Kokosnuss, hey, wie geil. Die wir teilen können und diesen Juice. Ist das ein Juice? Ist das ein Smoothie oder ein Das ist ein Smoothie. Mit Kokosnussmilch. Wow. Also all diese Beeren und Kokosnussmilch. Oh mein Gott, oh mein Gott. Mmh. Ey, das schmeckt geisteskrank, ne? Wow. Mmh. Ich kann das alles nicht mehr. Ich hätte mir safe wahrscheinlich hier wieder so einen Eiskaffee bestellt, aber das ist ja übel geil. Ist vegan dann, ne? Ich glaube ja.
Das muss ich natürlich auch mal probieren. Ja, darauf hatte ich übertrieben Bock. Boah, das ist heftig, oder? Warum schmeckt das so geil? Krass, schmeckt gut, aber dieser Kokosnussanteil nervt. Na, findest du? Ich finde das voll der geile Abgang so. Ablacher, ich dachte, das wird mir ohne mal schmecken. Jetzt einfach genau umgekehrt. Warum ist denn das so trocken? Also diese Kokosnuss wurde auf jeden Fall ein bisschen zu früh geerntet. Da sollten wir dem Kokosnussinstitut nochmal Bescheid sagen. Mayonnaise Ketchup. Thank you. Hast du dir das jetzt bestellt? Das ist für dich. Guck mal, was ist das? Oh. Sieht voll lecker aus. Hä, findest du es wirklich lecker aus? Boah. Oh Mann, warum hast du mich nicht vorher gefragt, ob ich das will? Oh nein. Wie findest du, sieht das aus? Boah, ich würde das niemals essen. Warum denn? Das sieht aus, das ist ein Froschschenkel. Das sieht aber, die sehen aus wie frische auf Botox-Drinks oder BBL, wie, keine Ahnung. Du hast mir das gerade voll schlecht gemacht. Ey, was ist das für eine Soße? Pineapple Sauce. Pineapple Sauce? Ja. Was laberst du? Das ist wirklich Pineapple Sauce. Oh. Hm. Okay, komm, ist ein Lecker. Aber ich finde, dieser Chicken Wing, der sieht nicht so durch aus, oder? Wir haben doch Besteck, kannst du ja aufmachen. Was sagst du? Man sieht so viele Gelenke und so irgendwie. Ich glaube, er wollte dir wirklich was Gutes tun. Ja, danke. Ich finde, danke, dass Julia. Nee, also ich habe zugehört vorhin, als du weg warst und darüber geredet. Ja, ich weiß. Ja. Was soll ich dazu sagen, Mann? Willst du da reinbeißen? Nein. Bibi, Mann, ey, ich bin doch das erste Mal hier. Woher soll ich denn wissen, wie die Chicken Wings hier aussehen? Ich dachte, hier kommen jetzt so KFC-Level-Dings. Nein, guck mal, das Ding ist, siehst du das? Die letzten Chicken Wings, die wir hatten, waren Buffalo Chicken Wings. Ja, und die waren mir, also die habe ich auch nicht gegessen. Die waren aber super. Die habe ich aber auch nicht gegessen. Aber ja. Habe ich das System für heute, des heutigen Videos falsch verstanden? Ich weiß nicht, irgendwie, ich will das nicht, sich Dings so runter machen oder so. Sieht nur so ein bisschen für mich persönlich, so ist das so ein bisschen, ja, ich weiß nicht. Also ich habe irgendwie auch gar nicht so Hunger, ehrlich gesagt. Also ich hätte mir auf jeden Fall was Appetitigeres vorstellen können, aber es hast du eine coole Auswahl getroffen. Was ist das? Ist das wirklich Chicken? Das ist Chicken. Das ist echt Chicken. Die sehen in Deutschland so anders aus, die Chicken Wings. So, also dann isst man das jetzt hier so runter. Okay. Aber ich weiß nicht, irgendwie... Was sagst du? Wie schmeckt's? Wie geht's dir? Warum weißt du nicht? Warum isst du auf einmal so viele Pommes? Ich probiere jetzt. Boah, was ist das denn? Warum ist das so hart? Was ist das? Ist das Fleisch? Digga, das geht gar nicht. Das ist richtig Sünde. Das ist kein Chicken Wing. Das ist doch kein normaler Chicken Wing, Digga. Das ist schon ein bisschen räudig, Alter. Innen drin ist das irgendwie so, dass da ist kein richtiges Fleisch dran. Das kommt... Nee, Digga, Alter. Das ist auf jeden Fall wack ass. Das hier ist eigentlich auch Fleisch. Das ist so hart, Digga. Alle paar Tage muss man wieder ein Partei sich rein. Wir haben es ja jeden Tag ein Partei gegessen. Ja. Wir sind in der Partei. Also Authentic Thai, da sag ich dir ganz ehrlich, mach was du willst. Cashewnut Chicken, Stir Fry and Rice hört sich auch alles krass an. Also ich will dir da gar nicht reinreden. Du machst das, I leave you alone with this. Mhm. Wie stabiler Übergang übrigens hier, ne? Es sieht echt kantig aus. Alter, du bist eine Kante, Alter. Der Onkel hat mich gejamst. Jetzt so eine Iced Chocolate wäre krass. Du hast halt recht mit den Dings, ne? Jetzt so eine Iced Chocolate wäre krass. And do you have iced chocolate? Oh yeah! Ey, danke! Sag mal jetzt, wie kommt der? Ey, das sieht so geil aus, ne? Die haben den hier gesehen, die haben sich auch direkt einbestellt. Oh, geil! Magst du das nicht? Nee. Ist so unsüß, ne? Es ist unsüß, es hat einfach allgemein keinen Geschmack. Das schmeckt einfach fast nach nichts. Das schmeckt so hart verdünnt. Das schmeckt wie aus einer echten Kakaobohne extrahiert halt einfach. Leute, was ist denn das jetzt schon wieder? Ist okay, schütten euch auch nicht drauf, ist eine schöne Erfrischung. Upsi. Hast du aber mit Kokosnuss mit? Ja, ich habe es mir jetzt auch bestellt, weil es bei Kim so gut aussah. Ich habe mir auch so ein Teil bestellt und ich muss sagen, ja, jetzt kommt Milch sogar noch geiler. Jetzt kommt es, ja, ist geil. Also das ist wirklich der Hit. Ich habe es zwar direkt verschüttet, aber naja. Ich glaube, das Essen kommt schon, ich hoffe, bitte. Aber ich bin jetzt schon eigentlich voll von dieser Eisschokolade. Was sagst du? Zu was? Zu unserem Essen. Noch nichts. Wow, hier. Es sieht auf jeden Fall richtig gut aus. Ist ja toll. Schöner Teller, schöner Reis. Ich glaube, das ist nochmal lecker. Alles Gute zum Appetit, Leute. Alles Gute zum Appetizering. Wir haben hier einmal Beef. Ich dachte, wir wollen keinen Stress mehr, oder? Ist das überhaupt Beef? Okay, wir probieren erstmal das. Er ist auf jeden Fall voll. Oh, es tut mir so leid, Ari. Es tut mir wirklich leid, ne? Es ist nicht so schlimm. Danke, dass du mich akzeptierst, so wie ich bin und wie ich sein möchte. So. Es ist so scharf. Hast du überhaupt Reis mit drauf getan? Hast du nur die Soße probiert? Nein, wirklich. Mein ganzer Mund dran weg. Aua, mein Rachen. Das sieht gar nicht so scharf aus. Ich habe das Gefühl, dass mein Hals anschwillt. Lass mal kurz checken. Oh, das ist Ingwer. Ja, geil, Digga. Hammer. Ich hasse Ingwer. Ich glaube, du hast halt ein Stück. Nein, ich hatte kein Stück Chili. Nein, ich hatte dieser scharfe Chili. Es ist schon scharf. Es brennt mir. Vielleicht hattest du einfach so ein sehr, sehr scharfes Stück. Manchmal sammelt sich das ja an meiner Ecke. Ich schwöre auf alles, mir brennt mein Hals unnormal weg.
trifft nicht so scharf. Es war einfach unglücklich. Ja, ich glaube aber, weil du... Okay, ich probiere nochmal so eine Bohne. Und? Das ist keine Bohne. It was at this moment that he knew. He fucked up. Das ist keine Bohne. Oder doch? Nee, das ist ein Chili, oh Mann! Der hier beide kackt ab, ne? Ihr kackt ab. Mein Mund brennt so sehr. Hey, was hast du denn da bestellt? Ey, guck mal bitte, sie sagt das. Sie sagt, das ist meine Bohne. Der war Chili. Ach, du wolltest sie essen? Und brennen so doll? Oh mein Gott, ich kippe nicht rein. Junge, ernsthaft? Es war nur noch... Digga. Und jetzt nur noch im Mund? Oder im Magen? Sorry, ne? Ich komm gleich klar. Wie ist das wirklich? Mhm. Das ist richtig schwierig. Echt jetzt? Willst du nur Reis mal kurz? Das neutralisiert vielleicht. Atme mal durch. Nimm mal das neutralisiert Safe. Ey. Die Wenger verheißen, brennen auch nochmal. Ich kann das nicht. Ich mach das auch. Hast du das richtig gegessen oder wie? Ich kann nicht reden. Ich mein's ernst. Das ist das Schärfste, was ich jemals. Oh mein Gott, ich kann meine Zunge. Ich kann nicht reden, weil dann tut es noch mehr weh. Ey, das ist das Schärfste, was ich jemals gegessen habe in meinem ganzen Leben. Das schmeckt süß. Ey, danke. Damit geht's gerade. Mir ist auch einfach immer noch schlecht gerade. Boah, das war das Schlimmste ever, ich schwöre. Irgendwie. Wenn ich rede. Das weh. Das ist aber wirklich scharf, ne? Ich habe das ja in der Hand gehabt und habe mir eben gerade hier hingefasst. Das brennt hier oben einfach unnormal. Mein ganzer Mund verkrampft gerade gefühlt. Boah, was war das denn? Ey, jetzt sind so 10 Minuten vorbei. Meine Mundhöhle hat sich wieder beruhigt. Das war das Schlimmste ever, wirklich. Die haben uns mies verarscht. Die haben uns so in Sicherheit gewogen. Auf der Speisekarte stand drauf, less spicy, but fully flavored so. Ne, also, dass man das ruhig bestellen kann, auch wenn man sagt, dass das Essen eigentlich scharf ist. Aber hier anscheinend nicht, meinten die. Ey, was war das gerade? Ich kam gar nicht klar. Ich musste hier weg. Ich musste chillen. Mein Mund hat gebrannt wie Feuer. Mein Hals hat sich angefühlt, als wäre der angeschwollen gewesen. Boah, ich hab keinen Bock mehr. Krass, ne? Ich hab keinen Bock mehr. Ich so, boah, geil, der in den Boden. Das war auch so die Einzige in dem Gericht und so. Ja, chillig. Mir ist auf jeden Fall noch ein bisschen schlecht. Ich muss jetzt erstmal chillen. Ich hab auch nicht so richtig was gegessen, aber es kann nur besser werden. Hallo. Na? Hallo. Na? Guten Abend. Guten Abend. Ey, es ist kurz vor Sonnenuntergang. Ich hoffe, dass jetzt etwas Schönes passiert. Ey, das tut mir so leid, ne? Soll ich euch mal was Geheimes sagen? Ich glaube, Aldi bestellt jetzt so etwas, was ich mögen konnte, damit er das so wieder gut macht. Wisst ihr? Und nicht das, was er denkst denkt, du? Dass er... Ja. Also, habe ich jetzt gerade unter uns hier gesprochen. Nee, das ist doch jetzt ist doch das Video. Also, das würde ja dann gar keinen Sinn machen. Ich werde trotzdem nur das bestellen, auf was ich jetzt wirklich Bock hätte. Also während Kim hier ihren Sitz noch einrichtet, ist ja wie bei dir zu Hause, wo du dein Sofa noch mal extra zusammenkloppen musst, damit es gemütlich ist. Ah, die verprügelt jedes Mal das Sofa, damit es so eine extra Smoothie-Slooginess macht. Ey, es ist so schön, jetzt sitzen wir hier bei Sonnenuntergang an dieser wunderschönen Bar mit den wunderschönen Farben. Wow, ich komme nicht klar. It's just a paradise team, meine Damen und Herren. Ich habe gerade diese Cocktails gesehen, die sehen richtig krass aus und alles sieht richtig krass aus. Ich kann das alles mit. Eine Karte mit so einem Bambus-Ding. Das ist aber mein Job, ne? Du machst das. Also du hast okay, auf jeden Fall Hunger, ne? Ich brauche nur Input. Du hast auf jeden Fall Hunger, oder? I am hungry. Okay, hungry. Wow, ey, siehst du die Sonne da hinten? Normal, Alter, ich bin noch nicht müde. Wow, dreh mal die Kamera um. Das ist viel schöner. Ist das schöner als wir? Das ist auf jeden Fall schöner. Ihr müsst es entscheiden. Ist das schöner als wir? Komm her. Was ist das? Und was ist das für ein Herz? Mach mal so, lieber. Wie kriegst du das hin? So? Wie mein Finger. Oha, voll schön. Ja, so, genau. Cool. Oh, toll. Es ist so romantisch und schön hier und einfach Leo. Auf jeden Fall glaube ich, dass hier das Essen nur richtig geil sein kann. Und ich glaube, wir haben ein Dessert, weil die Dame hat gefragt, so Dessert auf der Füße. Und ich war so, weil ich habe mir, ey, ich habe mir meine Ohren zugehalten, als Adrian bestellt hat. Und die dachte, ich habe einen Blättern. Ich so, hast du wirklich? So getan. Was ist das denn? Ist das unser? Was ist das denn? Oh mein Gott. Watermelon Shake. Thank you. Ein Watermelon Shake. Oh, ich glaube, das gefällt dir. Ja, das hört sich ja total cool an und lecker. Und das sieht einfach aus wie so zerkleinerte Wassermelone. Ja. Wie Slush-Eis sieht das aus. Ja, krass, der schmeckt einfach wie zerkleinerte Wassermelone zu Brei. Ist es safe auf. Boah, geil. Boah, heftig. Das ist ja verrückt, Digga. Das ist sehr. Ey, das ist ja richtig krasse Wassermelonen-Experience, ne? Ja, Getränke hast du heute krass gemacht, ne? Dieses Video ist eine richtige Katastrophe. Nein, es ist richtig cool. Ich bin einfach so im Krankenhaus gelandet wegen zu viel Strudel. Was machst du? Ich könnte das gucken können.
Du kannst gucken. Oh, das sieht aber richtig geil aus. Was ist das denn hier? Schön, weißt du, das Ding ist, ich hatte sowieso auf beides Bock, boah, dass du sogar aussuchen, was du Lust hast. Ja, was ist das denn beides? Das eine ist das andere, was das eine ist das andere. Also das eine ist das, was ich beim letzten Essen auswählen wollte, mich dann aber doch für das Scharfe entschieden habe, wo ich nicht wusste, dass es scharf ist. Chicken Cashew Nut? Ja. Nein, wie geil, Digga. Ich freue mich gerade so heftig. Mir läuft Wasser in meinem Mund zusammen. Ich will alles und das andere Partei. Mhm. Oh. Ja, das ist mal wirklich... Ja, ist geschmackt, muss ich sagen. Ich freue mich gerade jetzt schon so doll darüber. Ey, wie cool. Mmh. Es ist nicht scharf. Ich hatte so Hunger. Die letzten zwei Stationen, ich habe da eigentlich fast nichts gegessen, habe nur was getrunken. Und dann habe ich gepinkelt und dann war es weg. Boah, das ist das fancyste Partei, was wir jemals gegessen haben, glaube ich. Das ist in einer Dings frittierten Schale. Ich mach direkt mal diesen Erdnusscrumble hier drüber. Oh mein Gott, ist das geil. Ist das lecker. Partei ist so ein bisschen, das besteht so aus Reisbandnudeln für Leute, die das nicht kennen. Und das schmeckt irgendwie so süß. Da ist noch so ein Ei drin. Schmeckt aber auch so ein bisschen mit so Fischsoße. Also es hört sich irgendwie crazy an, aber es schmeckt einfach so krass, ne? Es ist so ein richtig typisches Gericht und es ist so günstig. Let's try it. Das ist eine Mücke, glaube ich, an meinem Fuß gerade. Alter, da hab ich nicht eingeschämt. Boah, ja, ey, ich habe gerade so zerfetzt, ne? Ich habe dieses Essen eingesaugt, inhaliert. Einfach weggeatmet. Ja. Oh, echt lecker, ne? Es war so lecker. Jetzt haben wir sogar auch noch einen Nachtisch. Eine richtig geile Früchtchenplatte. Hier ist so richtig casual, Drachenfrucht auf einer Fruchtplatte zu haben. Wenn du das in Deutschland hast, du bezahlst so 30 Euro. Wo bezahlt man 30 Euro für eine Drachenfrucht? Sei mal bitte. Nee, ich meine, wenn du so einen Früchteteller nehmen würdest mit Drachenfrucht drauf, wäre der Preis schon recht hoch. Das ist aber meines Vertrauens, gibt es für einen 20 einen guten Kopf mit Früchteteller. Mango auch noch? Manche Mangos schmecken hier nach Seife. Du bist einfach Dings-Mango-Spezialist. Hinter auf und Wäschelein, sieh mit mir die Sonne scheint. Du bist ein nicht daheim. Musikvideo im Kasten. Hinter auf und Wäschelein, stimmen wie die Sonne scheint. Tschüss.